das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Ja, okay. Ach ja, hier konnten wir ja nicht rein. Naja, Kartenspiel hatten wir ja. Okay, also hier erstmal nicht mehr. Was ist mit der Druckerschwärze? Das haben wir ja hier schon. Okay. Vom Tierchen auf dem Zeitungspapier. So meinen die das hier. Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert es mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf, oben auf dem Spülkasten. Ja, das kennen wir ja schon. Irgendwie kommen wir hier nicht so ganz weiter gerade. Aber was wollen wir hier mit Tierchen? Ach so, das kommt durch Grünfuß. Fuß. Das haben wir hier, also müssen wir bei Rufus, beim grünen Rufus noch was machen. Also gehen wir erstmal wieder auf Grünfuß. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Ja, eine Kurbel. Okay. Wir machen einfach mal hier weiter. Hier ist noch ein Weg. Oh. Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern.
Ja. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden das sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penn erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Was? Ja. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Gretchen, Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. So was wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey. Meckerkatze24.de Meckerkatze24.de Wo geht's denn hier lang? Den hießen Hebel. Sicherung? Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Ertasten. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Stimmt. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man man müsste... Wir haben keinen Stromumkehrer. Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Der Kasten ist aus. Geh mal runter. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Da ist doch ein Nachtlager hier. Mann. Okay. Wir gehen nochmal zurück. Das klappt ja hier nicht. Wo haben wir den aussässigen Dorf? Da. Haben wir irgendwie hoch. Sprosse. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, ich pielen. Hey, psst. Niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Ja, da können wir ja endlich mit Goon und June reden. Goon, alter Haudegen! Was machst du denn hier? Oh nein.
alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Gun, warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Seilbahnhof. Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Ja. Gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hätte dir Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal, da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Von früher. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Okay. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so verbessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Ihr beide seid ja, so... Ja, okay, dann machen wir das. Zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Kindisch, und, ja. Ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, das geht so nicht. Ihr seid so... Tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Gun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Ja. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig... mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Gun, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich
tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss. Um es wirklich wieder gut zu machen. Nein, du musst nichts tun. Nichts tun. Es ist gut. Hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Grun? Und zitterst du etwa? Oh, halt mich. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Grun. Ja. Moment. Da oben ist ja noch irgendwas hier. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Na, Moment, kann ich hier nicht nochmal hoch? Könntet ihr vielleicht... Aber... Schon klar. Nee. Heizstrahler. Jetzt noch ein Heizstrahler. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andern Mal. Vielleicht. Gulligitter. Hm? Rufus, bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen, toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Bozo getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Mensch, toll, du! Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Was auch immer das hier so bringen soll mit den... Okay. Ja. Goldi, statt da durch, wo wir Rotfuß vorhin dorthin gebracht haben. Genau. Was sollen wir rübergeben? Das. Wie sollen wir es austauschen? Die Antenne und das Zeitungspapier mit dem Farbklecks. Antenne. Oh, Teamwork, Orange schafft. Cool. Und das haben wir jetzt echt hier? Cool. Dann geht er zu dem Mitschnacker, der dann macht.
Ah, okay. Wir gehen hier runter zu dem.